Hey ho, meine Lieben. Ja, ich hatte gestern meine Impfung, meine zweite, und ich habe heute eigentlich so einen Schädel, aber nichtsdestotrotz habe ich einen riesen Kohldampf. Ja, und zuerst habe ich mir gedacht, ich hole mal einen Döner, aber da habe ich keine Lust drauf. Ja, was mache ich? Ich mache mir heute Eier in Senfsoße. Ja, weil da habe ich mal richtig Bock drauf, habe ich schon so lange nicht mehr gehabt. Und ja, schauen wir mal, ob das klappt, ob ich das hinbekomme, ob es mir hinterher schmeckt. Ich weiß es noch nicht, aber das alles in meiner kleinen, aber feinen Küche. Tja, also viel braucht man wirklich nicht. Ich habe hier überwiegend festkochende Kartoffeln, Annabelle vom Hofladen Kleinle. Ja, machen wir halt wieder mal Werbung. An süßen Senf, an körnigen, weil ich mag das gern körnig. Dann an mittelscharfen Senf. Dann habe ich hier ein bisschen Hühnerbouillon. Ohne Zusatzstoffe. Und dann 200 Gramm Sahne, 3 Eier, Salz und Pfeffer. Womit werde ich beginnen? Die Eier kochen, 7 Minuten oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Einpieksen tue ich sie einfach hier mit einer Gabel. Tja, mein Eierpiekser ist zurückgeblieben. Genauso wie mein Eierkocher. Egal. Es gibt ja einen Topf. Ja, dann schäle ich mir ein paar Kartoffeln, koche mir die gleich fertig. Sprich, ich mache jetzt die Eier und die Kartoffeln komplett fertig und dann legen wir mit der Senfsoße los. Und dann hole ich euch wieder dazu, und zwar gleich drüben am Herd. Die Eier sind schon durch. Mal schauen, was meine Kartoffeln machen. Ich glaube, die sind auch gut. Die kann ich auch runternehmen. Ja, und dann würde ich mal sagen, mache ich mir hier jetzt das Sößle. Nebenbei dann noch die Eier schnell schälen. Ja, hier habe ich ein bisschen was von dem Hühnervorbrocken. Nein, das muss ich jetzt aber auch wahrscheinlich erst einmal ein klein bisschen aufköcheln lassen, dass sich das auflöst. In der Zwischenzeit schäle ich schon mal die Eier. Jo. So, das Zeug löst sich jetzt so langsam auf. Dann kommt die Sahne rein. Also so habe ich das Rezept gelesen. Kann ich schon mal meine Kartoffeln drüben auf meinem Teller tun. Immer schön rühren. Ein klein wenig Butter brauchen wir auch noch. Nehmen wir so ein Butterflöckchen. So, dann die Butter mit hinein. Also wie viele Varianten es davon gibt, keine Ahnung. Ich probiere halt jetzt einfach mal eine aus. Und dann werde ich schon sehen, ob man die zusagt. Ein bisschen von dem Senf. Was von dem Körnigen. Also ich nehme hier jetzt einen süßen Senf. Yum, 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 yum. Naja, von der Senfsoßenkonsistenz ist es noch weit weg. Hm.
sagen, für meinen Geschmack zu viel Sahne, aber vom allgemeinen Geschmack her schon mal nicht unbedingt ganz verkehrt. Jetzt schmeckt sie mir gut. Gut. Hau mal's auf den Teller drauf. Atake. Ja. Also definitiv von der Konsistenz her war die bei meiner Mama viel, viel dicker. Über die Eier tue ich mir noch ein bisschen Salz drüber. Ja. Leute. Und dann wird schnabuliert und probiert. Ein bisschen mehr eindicken hätten wir es können. Aber im Großen und Ganzen ist es schon sehr lecker. Gut, an die Senfeier von meiner Mama kommt es mit Sicherheit nicht ran. Aber dafür, dass ich sie mir selber gemacht habe, lasse ich sie mir jetzt schmecken. Okay Leute, das war's mit diesem schnellen Video. Ja, und wir sehen uns. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Freundliches Kommentar, einen Daumen nach oben, Abo, ihr wisst Bescheid. Ja, man kann nicht immer grillen. Ciao, ciao.